Marines approach, hello, Solaris 364 at flight level 250. So, und da sind wir wieder. Ich hatte nur, ich habe meinen OBS neu gestartet, aber ich habe vergessen, den Startknopf zu drücken. Hat er identified, gleich bei Level 190. Klein, Flight Level 190, Solaris 364. Australien 104 November, proceed direct to Bisbo, Bravo India Sierra, Bravo Oscar, and descend at altitude 3000 feet by Greenwich. Direct Bisbo down to 3000 by QNH, Austrian 14 November. Jet Aviation turn 293, turn right heading 280. Breakbreak LTU 19 Bravo, turn right heading 280. Right heading 280, LTU 19 Bravo. So, ist das der Austrian, was hier? Vor uns? Ja, ist der Austrian. Jet Aviation 293, descend at altitude 5000 feet, QNH 1012. Descend 5000 feet 1012, Jet Aviation 293. 5000 feet set, level change, 1012 set. Approach, let's make a descent checklist. Also, wir haben pressurization, landing set, recall. Checked, auto brake 2, landing data, VREF und Minimums, Minimums fehlen noch. Minimum ist. Left. 2000 müssen da hin. Baro Minimum 2000. Lufthansa 63 kilo. And approach briefing, yeah, completed, kind of. Approach check, altimeter set, landing checklist next. Left heading 120, Lufthansa 63 kilo. I had a problem, just changed the approach and start turning the other way, but we're turning towards tipping Lufthansa 63 kilo. Also eben hier das. Also eben, ich. Es ist schon wieder 5:30 gleich. Leider hat uns ja die Zeitumstellung was geklaut. Deswegen weiß ich nicht, ob ich direkt danach fliegen kann oder ob dann hier nochmal Abend gegessen wird und wir eine Folge NCIS anschauen und danach weiter fliegen. Jürgen. Aber geh ruhig fliegen. Ich meine. Du hast ja gesehen, du kannst eigentlich hinfliegen, wo du willst. Heute ist ja das Euro-Event, Europa fully staffed. Und fliegt nach Frankfurt, fliegt nach Leipzig, was auch immer. Hast ja genügend Möglichkeiten. Wenn du länger fliegen willst, hast ja gesehen, wie viel da los ist. Okay, A350 nach Dubai, ja. Yeah. Klingt gut, hast du hier? Bist du da hier? Du wirst lange ATC haben. The 6000 feet, QNH 1012. Send 6000 and QNH 1012, LTU 100 Bravo. Jet Aviation 293, turn right, direct Bisbo, Bravo India Sierra, Bravo Oscar, and descend at altitude 2000 feet by QNH. Direct Bisbo, descend 2000, Jet Aviation 293. Feet set, level change. Okay, machen wir jetzt 240 draus. Also Birdie, Descent. Lufthansa 63 Kilo, Descent at Flight Level 80. Wie gesagt, ich muss nicht streamen später, deswegen, ich bin jetzt erstmal fertig hier mit Stream, wenn ich hier gelandet bin und dann. Können Costa und Co. machen, streamen wie sie wollen. Der Jürgen streamt ja eh nicht, oder? Also direkt Bisbo execute Helnav
So, wir haben 9 Meilen bis Bispo. Wir müssen runter auf 2000. Nee, Bispo ist 3000. Deviation 293, clear for VOR Alpha Approach, runway 04 left, sorry, RNAV Approach. Jet 293. Thank you, cleared RNAV Alpha 04 left, Jet Aviation 293. Und wenn der Costa später online fliegt bei Watzim zufällig, dann hänge ich mich halt dran. Aber eben, wir werden hier wahrscheinlich erst Abend essen. Und dann schauen wir eine Folge NCIS oder Gold Rush. Ich glaube, Gold Rush fehlt noch. Eine Folge haben wir noch, zwei Folgen haben wir noch rumliegen. Und dann steige ich wieder ein. You're leaving my airspace. Monitor Unicom 122.8. Thanks for coming, sir, and have a nice flight. Yeah, thanks for coming. To Unicom 122.8. Thanks for service. Airways 364. Das sagen die Prostituierten auch. Thanks for coming. Bye, sir. Yeah. Da hinten an der Flügelspitze ist Cannes. In der Bucht da hinten links. In der Bucht da hinten links, da irgendwo ist Saint-Tropez hinterm Flügel, das kann man es nicht sehen. Thousand to go. Check, thousand to go, speed to 20. Thousand to go. Eigentlich hätte er mich auf 3000 behalten sollen, weil das ist hier die Approach-Höhe. Ja, das ist halt hier, die haben nicht genügend Erfahrung, die Lotsen. Und machen deswegen komische Dinge, die von der Realität deutlich abweichen. Also, 3000 Fuß, Alt Hold, jetzt mache ich hier VNAV und Speed Intervention, ja, 190 ist okay, machen wir Flaps 1, da kommt unser virtueller, unser VGP, Glide Path, jetzt müsste eigentlich runtergehen der Vogel, ne, macht er nicht, weil ich habe den Esel nicht weggedreht, komm, geh runter, ich muss auf Approach drücken. Flaps 5. 4000. Ich hätte Approach drücken müssen, das war mein Fehler. Send 4000 LTU 100 Bravo. Jet Aviation 293 established on final track. Jet Aviation 293 established on final descent. Aviation 293 contact Nistro on 118.7. 118.7, bon chance, Jet Aviation 293. Tower Bonsoir, Jet Aviation 293, RNAV Alpha has 4 left. 2500. Gear down. Aviation 293 is tower number 1, runway 04 left, clear to land. Wind 160 degrees, 5 knots. Okay, runway 14 left, clear to land, Jet Aviation 293. Jet Aviation 293, on the ground, you have a gate. Approaching minimums. Normally, well, it's a business jet, so we park normally in the middle, in front of taxiway, between Tango and Uniform. Thank you, sir. Austria 14 November, do you have a gate today? No, sir, you can take me for a tour. Actually, 14 November. Well, I'd like to if there was less traffic, but I'm gonna send you to gate Alpha 12 via Uniform Foxtrot Tango. Alpha 2 via Uniform Foxtrot and Tango. 1000 feet stabilized. Actually, 14 November, that would be Alpha 12. 1-2. Flugzeug. 1-2, my apologies.
Ja, der Flieger macht nicht, was er soll. UI complete ports. Doch, der Flieger fliegt noch, aber der hat hier sein Ende gefunden. Na komm. Etwas hoch, korrigieren. Taxi 242, splendid news. Taxi holding point Charlie 1, runway 04 left, see if I can go Charlie. On the right. Charlie 104 left. Slightly high, correcting 400. Lot 874, runway 06. Sync rate 8744, taxi holding point Charlie 1, runway 04 left. 200. Taxi Charlie 104 left. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Oh, das war eine smooth landing. Oh. Das war maximal 150. Idle reverse. Auto brake off. Reverse off. Yeah, 97. Remaining. Swiss 88 uniform, clear to Zurich Airport as fired via Bedford 6 Alpha departure, runway 04 right, climb level 100, squawk 5, correction 6731. Cleared Zurich asphalt, runway 4 right in use, bus SIP 6 Alpha departure, initial climb flight level 100, squawk 6731. Hier an dem Flughafen ist der Bot Navigator ziemlich useless. Natürlich habe ich mir jetzt keine Karten geladen für hier. Chinese 242, you're on uniform, not Tango, no problem. Proceed to holding point Charlie 1, runway 04 left. Brake, brake. Lot 8744, cross runway 04 left. Taxi holding point Whiskey 3, runway 04 right. Ah, der spricht gut Englisch, der. Clear runway 04 right. Der. Clear to. Der Controller. Lot 8744 readability 3, cross runway 04 left, taxi holding point Whiskey 3, runway 04 right. Cross 04 left and taxi Whiskey 3, holding point 04 right, runway 8744. Four. Also, scheiß Anflug, aber gute Landung. Cross runway 04 left, taxi holding point Whiskey 3, runway 04 right. Cross runway 04 left and just repeat the whole point for Channel 24. Das ist hier bestimmt der Jürgen, ne? Mit dem A350. Hallo Jürgen. That'll be Whiskey 3, Channel 242. Okay, cross 04 left and hold point Whiskey 3, Channel 242. Ich muss ja mal eine bessere Szenerie für Nizza laden. Ach, genau, das ist eine alte Szenerie, die ist völlig veraltet. Weil hier dieser Grünstreifen, den gibt's nicht mehr, das ist inzwischen auch alles Parkplatz. Jet Aviation 293. Did I ask, do you have a gate? Well, I'm just checking my scenery, it's quite old, so here there are no parking spots between Tango and Uniform, so maybe I can park near the fire station. Jet Aviation 293, you can park on 25 Bravo via Fox Tango. 25 Bravo via Fox and Tango. I hope my scenery has that. That's parking spot. We have a look. Generation 293, that's not a problem. Just don't clip any other aircraft, please. Yalla. Also gleich mal neue Aufgabe nach einer schönen Freeware-Szenerie für Nizza suchen. Mal gucken, ob im Gateway vielleicht schon was Neueres drin ist. Also bin ich enttäuscht, dass hier Nizza so eine stark veraltete Szenerie drin hat im Gateway. Standardmäßig. Das ist schlecht. Das ist doof. Least
Tower, bonjour, LTU 19 Bravo, established LS 04 left. LTU 19 Bravo, Nice Tower, good afternoon, number 1, continue approach. Number 1 and continue approach, LTU 19 Bravo. Lot 8744, are you ready for departure? Yeah, full ready, Lot 8744. 8744, runway 04 right, clear for takeoff, wind 160 degrees, 5 knots. Clear for takeoff, 04 right, 8744. This tower, Lufthansa 455 heavy. Lufthansa 455 heavy, needs just tower, go ahead. Lufthansa 455 heavy, request IFR clearance to Dubai. Sounds of 455 heavy, that would be with immense pleasure, but you have no flight plan. Oh, one moment. Mensch, Jürgen. Pass doch mal auf. So, wir müssen mal suchen, ob sie irgendwo diesen 25 Tower Jet Aviation 293. We have no ground markings here for the stands. Anything on the left here is alright, I think. Aviation 293, Roger, that's fine. Merci. I have to update my scenery, really. Er hat Dubai gesagt, aber er hat keinen Flugplan. Also er hat ihn offenbar nicht abgeschickt oder er ist rausgeflogen wieder. Keine Ahnung. Er muss dann nochmal abschicken, ein zweites Mal. Da ist der Jürgen. 455 heavy, are you ready to copy? 455 ready to copy. Actually, Lufthansa 455, sorry about that, stand by. LTU 19 Bravo, runway 04 left, clear to land, wind 160 degrees, 5 knots. Clear to land, LTU 19 Bravo. Ja gut, Dubai, was ist das? 6 Stunden, von hier, 5 Stunden, 6 Stunden. Well, 8744, contact Nice, approach 134.47, have a good flight. Was ist hier los? Wir rollen nicht mehr. Offenbar nimmt er diesen Boden hier als Gras wahr und nicht als Asphalt. Also gut. Park Break. Lufthansa 455 Heavy, second edition, ready to copy. Ready to copy, Lufthansa 455 Heavy. Lufthansa 455 Heavy, clear to Dubai as file, via Sodri 6 Alpha departure, runway 04 right, initial climb flight level 100, squawk 5616. Clear Dubai, via disorder, 6 Alpha departure, runway 04 right, climb flight level 100, and squawk is 5616, Lufthansa 455 Heavy. 455 Heavy, read back correct, call ready, push and start. Step out of trim, okay. Okidoki, dann bis später. Ciao. Kirsten. Boah, trimmt der lange hier. Was geht hier ab? Ist das MCAS oder was? Chinese 242, runway 04 right, serve the late landing clearance. Clear for takeoff, 160 degrees, 5 knots for the winds. Jetzt stimmt's. Clear for takeoff, 04 right, Chinese 242. Okay. Okidoki. Dann haben wir das hier fertig gebracht. Leute, dann werde ich mich hier gleich verabschieden. Wir sehen uns später oder spätestens morgen, aber ich bin später bestimmt wieder da, irgendwie so. Irgendwann nach 8. LTU 19 Bravo, do you have a gate tonight? Say again, LTU 19 Bravo. Tschüss, bis später. Ciao, ciao.